So Leute, willkommen zu Update 101. Ich habe es mir jetzt natürlich nicht nehmen lassen. Hier sollen ein paar Basic-Sachen. Hier seht ihr sie. Einmal Flash Drive, Stealth und Get the Cook Out. Also eine Stealth-Mission, eine laute Mission. Ich werde zwei Videos machen. Einmal zur Stealth, einmal zum Lauten. Wir fangen jetzt gleich einmal mit dem Stealth an. Ich möchte hier nur einmal ganz kurz nochmal durchgeschaut haben. Nicht, dass hier etwas komplett Neues mit dabei ist, was tatsächlich mal interessant sein könnte. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht so wirklich, warum sie jetzt so eine Basic-Scheiße hier mit reinpacken. Angeblich sollen das eben sein, weil die Payday-2-Community immer weiter wächst und sie wollen auch den neuen Leuten, die ja jetzt reingekommen sind, ein wenig Unterstützung bieten und so weiter und so fort. Ist im Grunde ziemlicher Blödsinn. Ah, wir kriegen hier schon Sachen vorgegeben. Dann wollen wir noch mal sehen. Ja, jetzt bin ich doch mal gespannt. Put on your mask. Ja dann. Ah, okay. Ah, oh, dieser Sarkasmus. Okay. Aha. Oh Gott, geschafft. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ja, ich glaube schon, wenn man wirklich ganz neu hiermit anfängt, kann es tatsächlich schon ganz hilfreich sein. Wobei ich sagen muss, sehr viele Noobs sind im Spiel, kenne ich nicht. Na gut, mit Noobs meine ich Leute, die... Ah, muss ich doch wieder ganz zurück, oder? Ah, da war ich doch gerade, es ging nur nicht auf. Auf jeden Fall, so alles, was unterberüchtigt 1 ist, da muss man schon immer ein bisschen vorsichtig sein, weil mittlerweile ist es wirklich sehr, sehr einfach geworden. Einfach ein paar Level aufzusteigen. Ja, da drüben ist er. Ach Mann. Will ich aber gar nicht. Ich wette mit euch. Ach, wieso komme ich denn jetzt hier nicht rüber? Ich würde jetzt hier gerne rüber und mir den dann von hinten schnappen. Ansonsten komme ich hier rüber? Nee, auch nicht. Aber eine schöne Karte. Oh Gott, wo ist er? Oh. Naja, auf jeden Fall, alles, was nicht so berüchtigt ein Level 1 ist, darunter, da muss man immer vorsichtig sein, vor allen Dingen bei Missionen, die nicht besonders häufig gespielt werden. Da kann es dann auch mal sein, wenn irgendwelche... Oh. Ach, fick dich doch. Ja. Aber ich finde schön, dass sie auch solche Situationen hier mit reinbringen. Ja, wo kriege ich jetzt einen zweiten her? Ach, da oben. Also ich hätte es mal wesentlich interessanter gefunden, wenn die mir gesagt hätten, ich muss jetzt an diesem oder jedem irgendwie vorbeikommen, ohne dass ich gesehen werde. Das wäre vielleicht etwas lehrreicher, als immer zu sagen, jetzt schalte ich den aus. Aber okay. Um nochmal darauf zurückzukommen. So spezielle Mission beispielsweise der Diamantenraub, bei dem man dann versucht, also nicht der Diamantenraub in dem Sinne mit dem Museum, sondern der Diamantenraub... Mit dem Laden. Ja. Ah, okay, den kann ich da runterwerfen.
bei dem man eben kein Fenster zerstören darf und so weiter und so fort. Bevor zumindest nicht der Alarm aus ist. Aha. So, das Gold nehme ich. Ah, jetzt kommt der Part, bei dem ich mich nicht sehen lassen darf. Ah, es ist ja nur einer. Ist ja ganz entspannt. Ah, ich kann gar nicht springen. Da kann ich auch keine Sachen runterwerfen. Das ist doch wohl nicht deren Ernst. Ich würde die Sachen hier gerne runterwerfen, aber nee, geht ja nicht. So ein bisschen Freiheit wäre ganz schön. Ja, ja. Ich muss nur hinter ihm hergehen. So wie es scheint. Na, oder auch nicht. Wo ist er? Da. Na, wohin geht er denn? Oh mein Gott, also für die Basics in Ordnung. Aber ansonsten ist eben Basic. Naja, okay. Ach ja, ich habe ja die Weihnachtsmusik. Ja, fast wie Weihnachten. Lalalala. Gut, Leute, dann bis zum nächsten Video. Oh, es ist ein Zweitagesjob. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Also, jetzt zweiter Tag. Das ist jetzt hier natürlich... Ich habe jetzt eigentlich einen Cutter zwischen die beiden, werden aber zusammengeschnitten. Ja. Ich wollte gerade sagen, das war doch sicherlich ein bisschen wenig. Ah, das FBI-Gebäude. Aber diesmal ist nur die Polizei. Oh, sehr schön. Wir können jetzt also auch schon mit ECN-Jammern arbeiten. Oh! Schade, das funktioniert also nicht. Ja, das war's. Ja, das mit dem Pager ist ja auch gar kein Problem. Ja, das ist ein umgebautes FBI-Gebäude. Finde ich noch nicht mal schlecht gemacht, aber es ist eben relativ klein, damit man die Basics draufkriegt. So, einmal hier in die Ecke mit dir. Ach, aber nur zwei. Da haben wir die Stelle. Use the console panel, habe ich doch getan. Aha, geht doch.
Oh, einen Moment. Ich glaube, ich kann die Leiche hier reinwerfen. Ist natürlich noch ein Tacken besser. Ja, wunderbar. Dann geht's hier weiter. Ja, es ist basic eben. Ganz entspannt bleiben. Ach ja, im Grunde relativ einfach. Jetzt müssen wir gleich noch rauskommen und dann... Na, wohin geht er? Und raus hier. Theoretisch können wir ihn auch umlegen, aber... Wuppala! Da geht er also wieder zurück. Zack! Tralalalalalalala. Gut, ich hoffe, euch hat das hier gefallen. Ich hab's einfach der Vollständigkeit halber gemacht. Das ist eine schöne Kleinigkeit nebenbei. Vor allen Dingen für die Leute, die dann wirklich ganz neu anfangen und gar keine Ahnung haben. Aber gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.